Man arbeitet das ganze Jahr darauf hin, wir vor allem arbeiten hart, wir geben jedes Spiel Vollgas. Immer wieder die Energie, immer wieder das Pushen, immer wieder das, was die Mannschaft, wo du gemerkt hast, die hört hin, die lebt das. Und das, was ich in der Kabine eben gehört habe von allen, das war immer nur geil, was die gemacht haben. Es ist stark, wie wir stehen. Danke. Ich habe von den anderen immer nur gehört, wie geil es einfach war, letztes Jahr das Finale zu erreichen. Und das war einfach eine riesen Energieleistung von uns. Wir haben es geschafft. Jetzt ist es komplett Wurst. Das macht uns einfach aus. Wir haben Herz, jeder für jeden gibt alles. So kommt alles so ein bisschen zusammen und wir stehen schon wieder im Finale. Die Leidenschaft, die Einstellung, die Moral, die Kampfeskraft, ja, das war heute der springende Punkt. Deswegen haben wir es heute geschafft. Ich habe in der PK gerade gesagt, eigentlich müssten wir einen Nobelpreis bekommen für diese Leistung. Das ist monströs, was die Jungs geleistet haben. Das ganze Team, ja, der ganze Club mit den Fans im Zusammenspiel, das war das, was die Eintracht stark macht. Und deswegen sind wir glücklich und freuen uns, dass wir am 19. Mai wieder in Berlin aufschlagen dürfen. Ich bin mir sicher, dass mit unseren Fans, das wird wieder ein Kracher und wir werden die Bayern auf der Tribüne besiegen und hoffentlich auch den Platz auch. Aber hol mir ein Bier, bitte. Hol mir ein Bier, ja. Wir werden wieder stark sein, wir werden wieder laut sein und ich hoffe, dass wir diesmal auch den Pokal holen. Die Rückkehr der Adler ist perfekt.